Hey, ich bin Nelly Tomate. Probier mich, ich bin super aromatisch. Für den guten Geschmack holen wir sehr viele Nährstoffe aus dem Boden. Darum gehören wir zu den sogenannten Starkzehrern. Ist aber kein Problem, denn die Obstpflanzen haben hier vorher fleißig Gründüngung ausgebracht. Das heißt, sie haben Pflanzen ausgesät, die Stickstoff aus der Luft binden und in die Erde bringen. Zum Beispiel Klee oder Phacelia. Nach uns sind nicht mehr ganz so viele Nährstoffe im Boden. Dann, im nächsten Jahr, kommen die Mittelzehrer dran. Sie brauchen etwas weniger. Dazu gehören zum Beispiel Möhren und Salat. Und schließlich kommen die Schwachzehrer ins Beet, zum Beispiel Bohnen. Danach kommt wieder die Gründüngung. So rotieren die verschiedenen Pflanzen jedes Jahr ein Beet weiter. Diese coole Technik heißt Fruchtwechsel. So sind für alle Pflanzen immer genug Nährstoffe da, genauso viele, wie sie brauchen. Und nach 3 Jahren bringt die Gründüngung wieder neue rein.